Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Minecraft-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich bei Minecraft Koordinaten anzeigen lassen kann. Das ist eigentlich ganz einfach, wird aber dennoch recht häufig gesucht. Und da es bei Java und Bedrock unterschiedlich ist, zeige ich es für beide Versionen. Wir starten zunächst mit der Java Edition. Hier ist es ganz einfach, man geht ins Spiel, wir sehen, wir haben keine Koordinaten und in der Java Edition muss ich lediglich die Taste F3 drücken. Macht ihr das am Laptop, dann müsst ihr dabei noch die Fn-Taste wahrscheinlich drücken, damit diese Funktionstasten funktionieren. Und wenn ich F3 drücke, kann ich das ein- oder ausblenden. Die Koordinaten finden wir dann an dieser Stelle. Von daher ist es relativ einfach und jetzt zeige ich euch noch, wie das für die Bedrock Edition funktioniert. Denn in der Bedrock Edition bringt es nichts, die F3-Taste zu drücken, da passiert rein gar nichts. Wir müssen einfach mal mit Escape in die Einstellungen, klicken hier rein und dann bleiben wir in der Welt, im Reiter Spiel, scrollen ein bisschen nach unten und dann kommt hier bei den Weltoptionen Koordinaten anzeigen. Legen wir den Schalter um, gehen wir wieder ins Spiel zurück. Dann haben wir jetzt oben links unsere Koordinaten, die ständig aktualisiert werden. Finde ich hier sogar ein bisschen schöner, weil es nicht den ganzen Bildschirm einnimmt, aber so einfach ist es dann auch hier. Das war's dann an dieser Stelle schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Chavo. Ciao.